Eine indische Billigfluggesellschaft bestellt mal eben 300 Flugzeuge aus der A320neo-Familie bei Airbus. Einer der größten Aufträge für den Flugzeughersteller überhaupt. Einer der größten Aufträge in der zivilen Luftfahrt überhaupt. Ja, aber so richtig wundern tut das eigentlich keinen. Und das, obwohl die Fluggesellschaft gerade mal vor etwa 4 Jahren 250 von den Dingern bestellt hat. Die indische Luftfahrt befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt in einem hochinteressanten Umbruch. In einem Umbruch, in dem sicherlich auch die Billigfluggesellschaft Indigo gucken muss, was geht und was auch nicht. Aber wir schauen uns diese Fluggesellschaft mit ihren riesigen Aufträgen jetzt mal etwas genauer an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Indigo Airlines aus Indien sollte man erst einmal nicht verwechseln mit Indigo Partners aus den USA. Das ist ein Unternehmen oder eine Gesellschaft, die an einigen großen Fluggesellschaften der Welt beteiligt ist. Darunter auch Frontier Airlines oder auch Wizz Air. Und auch Indigo Partners hat mal bei Airbus eingekauft, auch mal etwas größer. Die waren nämlich verantwortlich vor knapp 2 Jahren, im Jahr 2017, für den 430-Flugzeuge-Auftrag. Der bis heute größte Einzelauftrag beim Flugzeughersteller Airbus und ein Auftrag, der die Fluggesellschaften Frontier, Wizz Air, JetSmart und Volaris über die nächsten Jahre mit Flugzeugen versorgen wird. Und ein Auftrag, der sicherlich auch ganz ordentlich Mengenrabatt beinhaltete. Das Unternehmen Indigo Airlines aus Indien, das jetzt hier bei Airbus bestellt hat und jetzt mit einer Meldung auf sich aufmerksam macht, das ist hingegen eine einzelne Fluggesellschaft. Eine Fluggesellschaft, die wir uns definitiv mal etwas genauer anschauen sollten. Und das dauert auch gar nicht so wahnsinnig lange, denn die Geschichte der Airline geht tatsächlich nur 14 Jahre zurück in die Vergangenheit. Im Jahr 2005 wurde die Fluggesellschaft als privates Unternehmen gegründet, daraufhin von ihrem Mehrheitseigner mit ein wenig Geld ausgestattet und nachdem man sich dann kurz mal mit der Airbus-Boeing-Frage herumgeschlagen hatte, kaufte man 100 Airbus A320. Mit irgendwas muss man ja anfangen. Das erste Flugzeug traf dann etwa ein Jahr später im Juli 2006 bei der Fluggesellschaft ein und damit konnte man dann starten. Ausgestattet sind die A320 bei Indigo, ganz klassisch eigentlich, wie man das kennt, mit der maximal möglichen Auslastung, die es für einen A320 damals gab. Also mit einer 3-3-Konfiguration bis hinten durch, 2 Toiletten im Heck des Flugzeuges, eine vorne, wenn man reinkommt, links vor dem Cockpit. Bewährter Standard für den A320 mit insgesamt 180 Sitzplätzen. Angetrieben werden diese 100 Flugzeuge, die man da bestellt hat, mit den V2500 Triebwerken von International Aero Engines. Tja, und jetzt lasst uns noch mal ganz kurz überlegen. Da kommt jetzt einfach eine neue Fluggesellschaft in Indien um die Ecke. Man bekommt ein bisschen Geld an die Hand und wird dann mit 100 Flugzeugen ausgestattet. Wie kann es sein, dass diese Fluggesellschaft, in Anführungszeichen sofort, weil die werden ja Stück für Stück ausgeliefert, das dauert ja alles ein bisschen, aber wie kann es sein, dass man sofort mit 100 Flugzeugen rechnet? Das funktionierte tatsächlich genauso, denn gehen wir da jetzt noch mal ein paar Jahre zurück, dann finden wir eine brutal eingeschlafene indische Luftfahrt mit 2 staatlich kontrollierten indischen Flag Carriern, mit 2 staatlichen großen Fluggesellschaften. Das eine ist halt eben für die Langstrecke, das ist dann Air India und das andere, was man da findet, ist halt eine Fluggesellschaft für die Kurz- und Mittelstrecke oder für die Inlandsrouten. Das war Indian Airlines. Das funktionierte so eventuell tatsächlich ganz gut in den 60er, 70er Jahren. Aber als dann der Markt Mitte der 80er Jahre in Indien liberalisiert wurde und private Unternehmen auch in der Luftfahrt mal wirklich was an den Start bringen konnten, ließ diese neue Situation die beiden alten Unternehmen spüren, dass sie jetzt auch echt mal mit der Zeit gehen müssen. Dass da mal was passieren muss, denn der indische Markt war natürlich jetzt schon zu dieser Zeit ein wachsender Luftverkehrsmarkt und da gab es nicht nur genug Platz für neue Unternehmen, sondern die neuen Unternehmen mussten auch nur ein bisschen cleverer sein als die beiden alten am Markt und schon hatte man unterm Strich das deutlich bessere Produkt. Indian Airlines, also die Fluggesellschaft für die Kurz- und Mittelstrecke, wurde dann direkt Anfang der 90er Jahre mit brandneuen Airbus A320 ausgestattet. Und das war zu dieser Zeit ja ein wirklich fortschrittliches Flugzeug. Das Ding kam gerade erst neu aus Frankreich und direkt hatte man in Indien diese Dinger da rumfliegen, kann man eigentlich nicht meckern. Aber ausgestattet waren die Maschinen bei Indian Airlines mit gerade mal etwas mehr als 140 Sitzplätzen, mit 20 davon in der sogenannten Executive Class. Alle Sitzplätze bekamen freies Essen während des Fluges, alles mit genug Beinfreiheit, vernünftige Sessel konnte man sicherlich ganz toll sitzen. Mit Low Cost hatte das zu dieser Zeit natürlich genau gar nichts zu tun. Das musste es aber auch nicht, denn es hat ja funktioniert.
bis zu exakt genau dem Punkt, als die privaten Unternehmen dann mal richtiges Low-Cost an den Start gebracht haben. Low-Cost bedeutet nämlich sehr oft ein wirklich abgespecktes, aber dafür modernes und eben deutlich günstigeres Produkt. Und Jet Airways, das ist eine Fluggesellschaft, die wahrscheinlich allen von euch ein Begriff ist, die kommt aus genau dieser Zeit und ging damals mit Boeing 737 an den Start. Langstrecke sind die da noch nicht geflogen. Tja, und dann ging es nach der Jahrtausendwende so richtig los, denn dann kamen eben die Fluggesellschaften Kingfisher Airlines, Go Air, SpiceJet oder auch die Fluggesellschaft, die wir heute thematisieren, Indigo Airlines. Das sind alles Unternehmen, die das Thema Low-Cost in Indien nicht nur auf ein neues Level gehoben haben, sondern das ganze Thema auch erst einmal so richtig etabliert haben, damit massenweise die Flugpreise in Indien gedrückt haben und massenweise neue Leute in ihre Flugzeuge geholt haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn sie haben nicht viele Leute von anderen Fluggesellschaften abgeworben, oder vielleicht haben sie das auch gemacht, aber dann nur zu einem geringen Teil, sondern sie haben vor allem neuen Leuten durch geringe Flugpreise Reisen mit dem Flugzeug ermöglicht. Kingfisher hat dann damals noch versucht, diese Aufbruchsstimmung in der indischen Luftfahrt nochmal mit ein bisschen Premium zu garnieren und das Ganze dann schön schick auf die Langstrecke zu bringen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Die sind dann unter der Last der wirklichen Low-Cost-Konkurrenz zugrunde gegangen. Genauso ist das jetzt einige Jahre später auch Jet Airways passiert. Auch diese Fluggesellschaft steht in Indien mittlerweile am Boden, wird auch höchstwahrscheinlich auch mit einem neuen Investor oder wie auch immer nicht mehr in die Luft kommen. Und Air India, die man dann damals, als diese Low-Cost-Konkurrenz aufkam, mit Indian Airlines zusammengelegt hatte, denen geht es schon seit Jahren nicht mehr gut. Kaufen will die tatsächlich ganz einfach niemand. Man hat das in den letzten Jahren mehrfach versucht, aber es kam nie ein vernünftiger Interessent um die Ecke. Und so eine wirkliche Lösung für diese Problematik gibt es zum aktuellen Zeitpunkt auch noch gar nicht. Und auch die 100%ige, dann damals im Jahr 2005 gegründete Low-Cost-Tochter Air India Express ist in dieser ganzen Geschichte mehr so das fünfte Rad am Wagen als alles andere. Mit etwas mehr als 120 Flugzeugen in der Flotte liegt die Berechtigung der Air India als Fluggesellschaft weiter bestehen zu können eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt nur noch auf der Langstrecke. Aber auch dort wird es höchstwahrscheinlich in der nächsten Zeit einen Umbruch geben und es gilt quasi schon als sicher in der Branche, dass man hier bald das nächste große Airline-Sterben einer traditionsreichen Fluggesellschaft beobachten wird. Laut aktuellen Informationen ist bis heute tatsächlich genau niemand daran interessiert, große Teile der Air India, die mit mittlerweile über 8 Milliarden Dollar verschuldet ist, zu übernehmen. Auch die indische Politik macht es da ausländischen Investoren nicht sonderlich einfach, hier ein vernünftiges Kuchenstück irgendwie rauszukristallisieren und dann abzugreifen. Das ist auf der einen Seite natürlich wahnsinnig schade, weil das ist eine Fluggesellschaft, deren Geschichte auf die 1930er Jahre zurückgeht. Auf der anderen Seite, was soll man machen? Und Jet Airways mit ebenfalls knapp 120 Flugzeugen in der Flotte hat es jetzt gerade vor ein paar Monaten vorgemacht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, in der indischen Luftfahrt steckt nicht erst seit wenigen Monaten verdammt viel Bewegung, sondern das, was da passiert, das ist seit Jahren eine hochdynamische Situation. Viele wollten diesen wachsenden Luftverkehrsmarkt für sich erkannt haben, viele sind daran gescheitert und als Gewinner aus dieser Situation gehen ganz klar die in Anführungszeichen neuen Unternehmen mit einer von Anfang an ganz klaren, strikten Low-Cost-Strategie hervor. Der indische Markt ist nun mal ein perfekter Low-Cost-Markt. Low-Cost funktioniert hier wahnsinnig gut. Irgendein Premium-Gedöns auf Kurz- und Mittelstrecke kann man hier einfach nicht gebrauchen. Es wird langfristig in der Masse nicht funktionieren. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, ist ja erstmal vollkommen egal, funktioniert zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht. Und das, was man auf der langen Strecke will und möchte, das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren definitiv zeigen müssen. Indigo brauchte damals auf jeden Fall nach der Gründung nur knapp 3,5 Jahre, um gut 20% der Marktanteile in der indischen Luftfahrt zu übernehmen. Dann bestellte man im Jahr 2011 direkt nochmal 180 weitere Airbus A320, 150 davon bereits mit den Neo-Triebwerken. Und weil man gar nicht schnell genug wachsen konnte und Airbus auch aufgrund von Verzögerungen beim A320neo nicht schnell genug liefern konnte, holte man sich sogar von anderen Unternehmen noch weitere Leasingmaschinen, die bis heute auch bei Indigo geblieben sind. Knapp ein Jahr später war Indigo Airlines dann die profitabelste Fluggesellschaft in ganz Indien und ebenfalls im Jahr 2012 landete man dann auch auf Platz 1, wenn es um das Thema Marktanteile in Indien ging. Das Ganze nicht einmal 6 Jahre, nachdem man den ersten A320 mit dem eigenen Namen drauf in die Luft geschickt hatte.
2015 bestellte die Fluggesellschaft dann noch einmal Flugzeuge bei Airbus, und zwar diesmal ganze 250 Maschinen aus der A320neo-Familie. Der bis dahin größte Einzelauftrag einer Fluggesellschaft bei dem Flugzeughersteller. Jo, und da stehen wir heute, mit aktuell knapp 250 Flugzeugen in der Flotte, davon fast 100 Maschinen vom Typ A320neo, betreibt Indigo zum aktuellen Zeitpunkt etwa 1400 tägliche Flüge. Dazu organisierte man sich vor kurzem noch einmal 50 ATR-72 für die etwas kürzeren, wirklich nicht allzu stark nachgefragten Verbindungen. Und das ist ein ja, durchaus ab und zu mal etwas unterschätztes, hocheffizientes und sehr modernes Flugzeug, das auf einigen Strecken fantastisch funktionieren kann. Und dann kommt jetzt eben noch diese weitere riesige Bestellung, mit der man gerade vor 2 Tagen auf sich aufmerksam gemacht hat. Indigo Airlines aus Indien bestellt mal ebenso 300 Flugzeuge aus der A320neo-Familie, darunter A320neo, A321neo und ganz spannend A321XLR. Die ungefähr offene Anzahl an A320neo-Maschinen, die Indigo Airlines jetzt noch bekommen wird, 640. Und insgesamt durch Indigo Airlines bestellte Flugzeuge aus der A320neo-Familie 730 Stück. Das ist eine ziemlich schwer greifbare Zahl, aber natürlich nicht unmöglich. Denn werfen wir jetzt mal vom fast 1,4 Milliarden Einwohnerland Indien einen Blick in das etwa 340 Millionen Einwohnerland USA, dann finden wir dort eine Fluggesellschaft, die schon seit einigen Jahren auf Platz 1 der Low-Cost-Airlines steht. Die größte Low-Cost-Fluggesellschaft der Welt ist Southwest Airlines. Eine Airline, die sich durchaus mit einer ganzen Menge Sympathie, mit dem richtigen Charme und mit ganz einfach einer guten Strategie über die ganzen Jahre durchgesetzt hat und die zum aktuellen Zeitpunkt mit gut 750 Flugzeugen in der Flotte unterwegs ist, alle Maschinen vom Typ Boeing 737. Und warum sollte eine solche Airline-Größe nicht auch bald in Indien funktionieren? Da sehe ich zumindest mit meinem Laienwissen eigentlich bis auf einen brutalen Mangel an guten Piloten für die nächsten Jahre und einer zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ganz passenden Infrastruktur am Boden und in der Luft in Indien kein sonderlich großes Problem, das da im Weg stehen könnte. Wirklich spannend wird es hingegen in den nächsten Jahren auf der Langstrecke, denn da wird sich definitiv noch eine ganze Menge ändern. Ob jetzt wirklich striktes Low-Cost-Fliegen in einem A321XLR auf Strecken von Indien nach Deutschland beispielsweise wirklich interessant ist, das wage ich zu bezweifeln, beziehungsweise ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Da wird die Kundschaft sicherlich gerne etwas anderes sehen wollen. Aber ich glaube auch nicht, dass Indigo Airlines, um hier funktionieren zu können, irgendein First-Class-Produkt benötigt. Aber ein passendes Business-Class-Konzept wird man da definitiv brauchen. Wenn das funktioniert, dann ist höchstwahrscheinlich endgültig Schluss mit der traditionsreichen Air India und einer der am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkte wird dann höchstwahrscheinlich auch einer der Luftfahrtmärkte sein, die sich am schnellsten verändern und am schnellsten weiterentwickeln. Dass man sich damit übernommen hat mit so vielen Flugzeugen, das glaube ich gar nicht unbedingt. Das wird schon funktionieren, aber wenn eine Fluggesellschaft so wahnsinnig stark wächst, dann muss halt eine andere auch mal das Feld räumen. Gut. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.